Ja, hallo, hier sind wir mitten in Hannover am Königsworter Platz und genauer gesagt stehen wir vor dem Conti Campus. Der Conti Campus ist Teil der Leibniz-Universität Hannover und hier residiert unser nächster Gast. Es ist Professor Klaus-Peter Wiedmann. Der ist Direktor des Instituts für Marketing und Management und weiß ziemlich genau, wie Marketing funktioniert und wie man das erlernen kann. Wir gehen jetzt mal hoch in den dritten Stock und fragen ihn alles, was wir wissen wollen. Kommen Sie mit! So, und hier sind ganz viele Büros und viele Kollegen für die Lehre. Guten Tag. So, und hier ist das Institut für Marketing und Management und hier werden wir auch fündig. Hier ist Professor Klaus-Peter Wiedmann. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, Herr Professor Wiedmann. Wir würden Sie doch gerne mal besuchen. Guten Tag, Hallöchen. Ja, ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf und ein bisschen was von Ihrer Arbeit erfahren darf. Haben Sie ein bisschen Zeit für uns? Würde ich mir nehmen. Prima, dann setzen wir uns gleich vielleicht ein bisschen in die Bibliothek vielleicht oder in einen Hörsaal und dann unterhalten wir uns mal ein bisschen, was Sie so den ganzen Tag machen. Wir sind sehr gespannt drauf. Prima, freue mich. Okay, los geht's. Ja, lieber Herr Professor Wiedmann, jetzt sitzen wir hier in der Bibliothek. Viel, viel Wissen ist hier gesammelt. Sie sind ja in so vielen Perspektiven mit dem Thema Marketing auch im Einklang. Sie sind Professor für Marketing und Management. Sie sind Deutschlanddirektor des Reputation Institutes, also sind sozusagen auch auf globaler Ebene mit dem Thema verbandelt. Sie haben wahrscheinlich schon tausenden Studenten den Weg in die Marketinglandschaft geebnet. Ich würde Sie gerne fragen, woher kommt eigentlich die Liebe zum Marketing? Wie hat eigentlich diese Love Story zum Marketing begonnen? Wann war bei Ihnen eigentlich im Kopf klar, ich will mich mit Marketing beschäftigen? Ja, es ist interessant. Ich habe während der Schule ein Unternehmen aufgebaut und da habe ich festgestellt, wie wichtig eigentlich der Verkauf ist und wie wichtig es ist, Menschen so ein Stück weit anzusprechen und gute Ideen zu haben, wie man aus dem, was man eigentlich hier irgendwo produziert, auch das an Mann und die Frau kriegt. Und das fing da schon an und dann habe ich mich mit auseinandergesetzt und habe dann gesagt, ich muss unbedingt Marketing studieren. Um das dann auch konkret umzusetzen. Und dann hat es Sie nicht mehr losgelassen? Dann hat mir es nicht mehr losgelassen. Ein Stück weit ist ja vielleicht, wenn man so in der Definition nach Marketing guckt, wird ja oft gesagt, das ist die Führung des Unternehmens vom Markt her. Genau. Mittlerweile sagen aber viele, nein, Customer Centricity ist das neue Schlagwort. Es geht um die Bedürfnisse des Kunden, des Nutzers. Wie ist eigentlich Ihre persönliche Einstellung? Was ist für Sie eigentlich die richtige Definition? Was ist Marketing heute? Also für mich ist es nach wie vor eine integrierte Führungskonzeption, die eigentlich schon immer natürlich die Kundenorientierung im Zentrum hat, aber eigentlich auch eine, die entscheidet, beeinflusse ich den Kunden oder befriedige ich bestehende Bedürfnisse, Bedarfe. Das muss ja vernünftig entschieden werden. Nicht nur immer negativ, sondern auch positiv. Wenn ich beispielsweise mir überlege, Sustainability-Ansätze, ist es ja so, dass der Kunde nicht zwangsläufig und immer gleich sagt, mache ich mit. Mhm. Da muss ich auch beeinflussen. Nicht bei aller Freundschaft in Richtung Kunde, klar. Während bei operativ muss natürlich der Kunde dann wirklich im Zentrum stehen. Insofern Centricity. Ist denn Customer Centricity, wenn das jetzt im Moment so als Buzzword in der Szene, die gesamte Marketing-Szene, ist das für Sie alter Wein in neuen Schläuchen oder ist da vielleicht tatsächlich im Sinne der digitalisierten Gesellschaft was Neues drin, wo Sie sagten, naja, früher haben wir das halt alles nicht erfahren können, wann wie wo gekauft wird, wann wie wo ein Auto fährt. Das heißt also, glauben Sie, dass die Digitalisierung einfach das Marketing vielleicht auch ein bisschen neu erfinden lässt? Ja, neu erfinden weiß ich nicht, es lässt sich neu umsetzen, nicht, weil ich ganz andere Möglichkeiten natürlich habe, weil die ganzen Touchpoints in Anführungszeichen mit zu berücksichtigen, das war früher theoretisch möglich, es gibt auch Beiträge dazu, schon sehr, sehr früh, aber man konnte es schlecht machen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das zu tun und das einigermaßen kostengünstig. Es dreht sich eher rum, dass jetzt natürlich solche Dinge eigentlich fast schon zum Zwang werden. Ich muss es tun. Anders kommt man eigentlich nicht mehr voran. Ist das, wenn Sie eigentlich früher und heute miteinander vergleichen, ist das eigentlich eine schönere Marketingzeit, weil einem so viele Daten angeboten werden? Oder sagen Sie auch, naja, früher war es irgendwie noch intuitiver. Man musste noch ein bisschen mehr vielleicht auch Gefühl oder Intuition beim Thema Marketing haben? Auf jeden Fall mehr Intuition natürlich. Wobei die meisten führen heute noch mit Intuition, was auch nicht falsch ist.
Nicht? Weil bei der hohen Komplexität ist man ja häufig auf implizites Wissen angewiesen. Mhm. Ich glaube, der Unterschied heute früher ist eigentlich eher der, dass man sehr viel mehr Möglichkeiten hat, dass die Veränderungen sehr viel schneller sind und dass man da natürlich gucken muss, dass man dann auch den Spreu vom Weizen trennt. Mhm. Weil viele neue Dinge bewähren sich nicht gleich. Mhm. Da muss man so ein bisschen überlegen, wie das dann vernünftig geht. Mhm. Das heißt, insofern die Versuchung, Instrumente zu nutzen, die vielleicht dann nachher in dieser Art der Nutzung nicht eine Wirkung zeigen, ist sehr groß. Mhm. Also insofern ist, glaube ich, die ganze Geschichte etwas anstrengender und dynamischer geworden. Ich glaube, das so kann man es vielleicht sagen. Anstrengender, aber trotzdem auch mehr Chancen. Denn mehr Chancen, auf jeden Fall. Wo würden Sie sagen, was sind die großen Vorteile eines digitalisierten Marketings? Wer kann davon profitieren? Wer kann heutzutage vielleicht mit weniger Ressourcen umso maximalere Ziele erzeugen? Also im Grunde zunächst mal, wenn man als klassischer Marketing ausgeht, ist es natürlich so, die Kundennähe, die wirklich gelebte Kundennähe ist das eine. Mhm. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, weil ich ja dann wirklich begleitend nicht ständig im Kontakt bleiben kann, wenn ich es richtig mache. Mhm. Ihre Frage geht ja aber auch ein bisschen in eine andere Richtung, weil ich ja vielleicht nicht mehr alleine den Kunden betreue, sondern in meinem Netzwerk ihn betreue. Plattformökonomie ist auch ein ganz schwieriges. Wäre der Punkt in die Richtung dann gehend, wo ich dann im Grunde eigentlich strategische Wettbewerbsgruppen habe, die gemeinsam eine Leistung hinbekommen. Nicht, wenn ich jetzt überlege, beispielsweise die Entwicklung im Bereich Automobil, wo ich die Connected Cars habe, die im Grunde an sich ja schon nur eine Plattform sind. Damit es funktioniert, müssen ja aus sehr, sehr vielen Branchen Unternehmen zusammenarbeiten. Also das ist sicherlich eine Chance. Nur bislang ist es so, dass die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Branchen nicht immer ganz so leicht ist. Es gibt ja sogar auch Streitpunkte, weil bei Connected Car kann man sich vielleicht sogar auch darüber lange streiten, wem gehören eigentlich die Daten, die dieses Auto erzeugt? Gehören sie dem Fahrer oder gehören sie vielleicht dem Fahrzeughersteller oder vielleicht sogar der Versicherung? Ja, oder Google oder Apple. Oder Google oder Apple. Oder Telekom. Haben Sie denn dazu eine Meinung oder würden Sie sagen, das Marketing kann dafür Lösungen bieten oder kann zumindest vielleicht Kompromisse vielleicht auch bauen? Ja gut, ich meine, wir erleben in dieser, ich würde es dann eher vielleicht Netzwerkökonomie nennen, bei der wir lernen müssen, wirklich zu teilen. Das muss, es ist zu begreifen, nicht mehr die Frage, ist es mein oder dein Kunde, es ist unser Kunde. Es ist natürlich noch ein bisschen weit von dem entfernt, was Unternehmungen leben, weil diese Wettbewerbsdenke ist natürlich so massiv drin, dass jeder dann das für sich haben möchte, was aber immer schwerer möglich wird. Das heißt, diese Fähigkeit tatsächlich zu teilen, wird sehr wichtig. Also es gibt ja einen schönen Satz, der heißt dann so schön in Englisch, Collaboration is the next competition. Ja, also genau. Wer nicht kollaboriert, ist dann irgendwann raus. Würden Sie denn sagen, das ist sozusagen auch ein bisschen das klassische Ende der Produktmarketingstrategie, wo es einen Erzeuger, einen Händler, einen Käufer und dann sozusagen eine Marktforschung gibt. Also wird Plattformökonomie das gesamte System auch ein bisschen durcheinander rütteln? Also durcheinander rütteln auf jeden Fall. Es wird eben nicht nur einen Hersteller geben, sondern es sind mehrere, die, sagen wir, bei der Herstellung wirken. Das heißt, da entsteht ein System, was bei dem mehrere dann irgendwie einen Teil beitragen. Und dann ist natürlich so, dass jetzt die Frage auftaucht, wenn man über Plattformökonomie spricht, was ist jetzt eigentlich das Entscheidende? Der einzelne Input, nicht das Fahrzeug beispielsweise, wenn wir im Autobeispiel bleiben, oder das ganze System außenrum, dieses IT-Ökosystem, was entsteht, also sprich die eigene Plattform. Und es ist immer die Frage, wo gehen die Machtverhältnisse hin? Klassisches Beispiel ist jetzt etwa Amazon. Amazon ist auch so eine Plattform eigentlich, die im Grunde, wer liefert und so weiter, ist eigentlich fast schon egal. Hauptsächlich, es kommt von Amazon. Und wir werden da Versicherungen auch bald abschließen können oder auch Banklizenz ist, glaube ich, auch ein was natürlich gewisse Risiken hat. Was Risiken hat? Für die Hersteller, weil ich muss die Versicherung ja in Anführungszeichen auch herstellen. Und letztendlich wird es aber dann anders attribuiert, sprich zu Amazon. Und es ist natürlich sehr die Frage, ob das dann immer klug ist. Letztendlich dann auch, sehen wir ja auch Probleme im Bereich der Qualität, die dadurch erzeugt werden. Weil auf dieser Plattformökonomie à la Amazon ist der Druck in Richtung Preis immens. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und die Fähigkeit, Qualitäten richtig einzuschätzen, lässt etwas nach. Welche Chance, würden Sie sagen, haben lokale, regionale Anbieter?
Also ist das für das Marketing vielleicht auch eine Chance, sich sozusagen gegen einen globalen Wettbewerb also mit einer bestimmten regionalen Positionierung ja, auch zu erwehren? Es hängt davon ab, wenn wir beispielsweise im Lebensmittelbereich gehen, da ist das durchaus möglich. Man kann sich durchaus vorstellen, dass natürlich die Adaption Richtung quasi hier Hannover oder was weiß ich, auch natürlich eine besondere Leistung darstellen kann. Nur, da muss natürlich ein zusätzlicher Wert dazu kommen, der entweder als Erlebniswert unserer Region und so weiter auch zelebriert werden muss. Vielleicht ist es Kundennähe, weil per se natürlich Kundennähe gelebt werden kann. Wobei Kundennähe auf großer Distanz auch gelebt werden kann. Das heißt, allein zu sagen, wir sind von hier, aber es dann nicht in Taten umzusetzen, ist... Das wird nicht reichen, nur von hier zu sein. Ja. Man muss es dann auch inszenieren. Insofern kommt natürlich dem ganzen Bereich Event-Marketing beispielsweise oder Live-Communications, wie auch immer, die ganz wichtige Bedeutung zu, wo dann auch tatsächlich ständig auch Marke irgendwie was passiert. Marke richtig spürbar, erlebbar machen. Und dann in der Kombination kann es gelingen. Aber man darf nicht nur davon träumen, dass quasi irgendwie neue Technologien das alles sehr einfach machen. Ganz vorne muss nach wie vor gutes Marketing gemacht werden und sehr klassisch eigentlich, nur dann ganz neu umgesetzt werden. Und das ist eine Herausforderung. Okay. Einer Ihrer Kollegen spricht von digitalen Darwinismus. Ja. Das bedeutet, dass Survival of the digital fittest. Genau. Also nur diejenigen, die digital fit sind, werden das eigentlich überleben, diese Disruption, diese Transformation. Würden Sie dieser These zustimmen oder würden Sie sagen, naja, das ist vielleicht auch im Moment erstmal ein bisschen so ein Spukgespenst im Marketing, was vielleicht auch wieder vergeht, wenn sich die Szene so ein bisschen etabliert hat oder wenn der erste große Hack passiert ist und die Datenleaks irgendwie größer werden. Was glauben Sie, wie geht man damit um? Ist das wirklich Darwinismus oder ist das im Moment viel auch ein bisschen eine Marketinggeschichte fast schon? Ja, auf jeden Fall. Nicht mal im Grunde will man damit auch was erreichen. Auch Kollegen wollen ja Dinge erreichen. Ich würde es ein bisschen differenzierter sehen. Ich meine, allein digital reicht ja nicht, haben wir gerade vorher gesagt. Wenn so digital wirklich gutes Marketing kommt, dann ist es natürlich in der Tat ein Darwinismus, der A, gute Inhalte, gute Konzepte kombiniert mit guter Technologie. Ich nenne es immer die Mischung zwischen Technologie und Sozialtechnologie. Wenn die optimal ist, dann auf jeden Fall werden alle anderen Probleme haben. Solange man nur quasi dann die Geräte beherrscht, aber letztendlich nicht weiß, was es letztendlich ankommt, dann nützt es wenig. Ist das auch ein bisschen Teil Ihrer Lehre, weil Sie haben ja wirklich viele, viele Studenten mit dem Thema Marketing betraut. Nun gibt es andererseits aber auch Artificial Intelligence, Programmatic, Marketing Automation, alles große Themen. Welche Rolle, glauben Sie denn, spielt der Mensch zukünftig im Marketing noch? Ja, ich glaube, dass er zumindest mal vorläufig die Rolle beibehalten wird, aber natürlich nicht etwas andere wird. Wenn man diese ganzen Chatbots und Ähnliches anguckt, wird man natürlich feststellen, dass einfachere Aufgaben im Bereich auch Servicebetreuung durchaus delegiert werden können, aber letztendlich dann ganz hinten dann doch Menschen gebraucht werden. Ein bisschen auch nach dem Muster, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn, wenn Fasten, dann Fasten. Die Rebhuhn-Phase ist dann, wenn man gemeinsam nicht mit Menschen was erlebt, wo ja auch, sagen wir mal, so diese Chemie, die stimmt und solche Dinge eine große Rolle spielen. Und dann die Arbeitsphase, bei der es einfach darauf ankommt, schnell die Dinge zu erledigen. Das wäre für mich dann im Grunde die Fastenphase. Und ich glaube, diese intelligente Kombination, wo man Menschen, die auch wirklich Menschen sein können, die auch authentisch sind, die ein bisschen smart sind, intelligent einsetzen kann. Und auf der anderen Seite natürlich dann im Grunde die Mechanisierung, Automatisierung, die letztendlich dann nicht die große Masse dann eigentlich bringt. Also der Marketingmanager stirbt so schnell nicht aus? Ich hoffe es. Sie werden weniger, aber er wird nicht aussterben. Er wird nicht aussterben, wenn er anpassungsfähig ist und eben diese Mischung aus Technologie und Sozialtechnologie hinbekommt. Ich beobachte in der Praxis häufig solche, die sehr stark sich selbst digitalisieren und in diese Richtung gehen, dann die andere Seite vernachlässigen oder umgekehrt solche, die sehr klassisch orientiert sind und nicht im Grunde sich anpassen wollen. Beide überleben nicht. Im Grunde, nochmal, die Mischung macht es. Und eine intelligente Mischung. Ich hoffe immer, Beispiele zu sehen, gute, aber es ist nicht leicht. Vielleicht ist das fast die Antwort ein bisschen auf meine vorletzte Frage. Das ist die Gute-Fee-Frage, Sie kennen das. Okay. Wenn Sie für Ihre Arbeit hier als Lehrender, als Direktor für das Institut, wenn Sie hier sozusagen der Gute-Fee begegnen würden und Sie dürften sich einen Wunsch von ihr erfüllen lassen, was würden Sie sich eigentlich wünschen für Ihre Disziplin, für das Marketing, für Ihre Aufgabe, für Ihr Institut? Das ist schwierig. Man müsste dann
überlegen, was man, was, wenn man nur einen hat. Nicht? Also ja, ja, man hat nur einen. Die gute Marketing-Empfehlung hat leider nur einen. Nee, aber ich, was ich mir wünschen würde, wäre wirklich sehr viel mehr Vernetzung. Ja. Vernetzung A zwischen Praxis. Da ist das Kollaborationsmoment genauso auch in der Wissenschaft genau das Problem, und in der Lehre. Praxis, Wissenschaft, aber ja. auch Studierende. Ja. Weil Studierende, das ist Buy-in der Studierenden, ja. ist manchmal sehr begrenzt. Okay. Nicht, weil man da guckt, dass man ein paar Pünktchen zusammen, die Credits zusammenbekommt und dann möglichst irgendwie, keine Ahnung, was man macht. Und sagen wir so, dieser Spaß an der ganzen Geschichte, die Integration auch ins Thema dann eigentlich fehlt. Ja. Das könnte man durch die Kombination natürlich auch ein Stück weit mit Praxis, Wissenschaft hinbekommen. Okay. Das hielt ich für ganz sinnvoll. Ja, das ist, glaube ich, sicherlich auch ein tolles Ziel und verbindet ja auch tatsächlich viele Unternehmen in der Region, die Wissenschaft und natürlich auch, vielleicht auch sogar die Agentur. Und vielleicht ist es dann auch eine Plattformökonomie. Auf jeden Fall, ja, das ist die regionale Marketingplattform. Ja, genau. Meine letzte Frage, und die überrascht Sie vielleicht etwas. Sie sind hier voll in Ihrem Element, das behaupte ich einfach mal. Das spürt man in Ihrer Arbeit, in Ihrer Vielzahl an Ämtern, die Sie haben. Aber was würden Sie eigentlich tun, wenn Sie nicht hier arbeiten würde, wenn das mit der Marketingliebe damals nicht so gekommen wäre? Was glauben Sie, was wäre eigentlich Ihre Profession? Es ist schwierig. Ich hatte verschiedene Dinge angefangen. Ich war ja mal Musiker. Wäre fast also hier professionell da eingestiegen. Ach so, ja. Dann war ich sehr gut im Sport. Sie waren, glaube ich, sogar Hochleistungssportler. Ja, ja, genau. Im Schwimmen und Wasserball. Aber ich bin ganz froh, dass es da nicht hingegangen ist. Insofern wäre ich wahrscheinlich dann doch mehr in der Unternehmensberatung geblieben, weil ich war ja zunächst sehr stark in dem Bereich und bin dann eher später in die Wissenschaft drüber. Aber eigentlich doch eher so ein bisschen mehr in der Praxis dann, wäre, glaube ich, der richtige Ansatz. Ich glaube, Sie haben alles richtig gemacht und sind ein wirklicher Standortfaktor für Hannover. Ich glaube, wir können alle sehr stolz sein, dass Sie hier in Hannover lehren und auch der Region immer treu geblieben sind. Ich kann Ihnen ganz recht herzlich erstmal nur danken für das Gespräch und freue mich, wenn es Ihnen auch gefallen hat und wenn wir uns bald wiedersehen bei Berger unterwegs.